Haben Sie jemals so einen Beifahrer gesehen? In Nebraska kam es zu einer ungewöhnlichen Verkehrskontrolle mit einem riesigen Bullen auf dem Beifahrersitz. In der Stadt Norfolk im US-Bundesstaat Nebraska hält die Polizei dieses Fahrzeug an. Fahrzeughalter ist Lee Meyer. Der Beifahrer Howdy Doody, ein Watusi-Bulle. Die Rasse, die für ihre riesigen spiralförmigen Hörner bekannt ist. Die größten Männchen können locker mehr als 700 Kilo wiegen. Um das vierbeinige Schwergewicht zu transportieren, wurde das Fahrzeug so umgebaut, damit vorne ausreichend Platz für den Bullen ist. Die Polizei von Norfolk zeigte sich gnädig, verwarnte Meyer und bat ihn, die Stadt zu verlassen und den Bullen nach Hause zu bringen. Der große Ärger blieb aus, aber eine große Sauerei gab es am Ende doch.